Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Hongkong Massacre. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Letzte Folge war so mittel, aber boah, wird schon hinhauen. Ich hätte gerne langsam eine Dual-Maschinenpistole, aber ich glaube, bis ich die habe, ey, das wird noch ein Jahr dauern. Weil muss ich dann erstmal anfangen, besser zu werden. Ich versuche heute mal ein bisschen cooler zu flowen. Okay, das ist eine Wand. Aber nicht, indem man in Kugeln reinläuft. So funktioniert das leider nicht. Ah. Ich denke, ich bin unsterblich, aber es geht natürlich nicht. Nächster. Das sieht doch schon besser aus, auf jeden Fall, als das letzte Mal. Ah, verdammt. Ja, 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 ja. Nein! Ah, den habe ich nicht gesehen! Aber es lübt. Es lübt. Immer mal hier durch die Wand. Boah. Knapp. Nehmen wir mal die hier. In die Ecke. Wieder weiter. Diesmal nicht. Nein, er hat es schon wieder geschafft. Wenn da so feste Wände manchmal drin sind, dann kriege ich das irgendwie nicht so ganz mit. Das sackt ein bisschen. Hier versuchen wir es nochmal mit dem Gewehr. So, diesmal hat es funktioniert. Auch den hier. An der Wand entlang laufen. Boah! Das war ein guter Lauf. Guten Raum ausgenutzt. 42 Sekunden. Ey, so scheiße bin ich gar nicht. Aber wir machen einfach mal weiter. Das Level war zum Beispiel einfach. Ich weiß nicht, welche Levels mir liegen oder warum. Nächste Folge versuche ich, glaube ich, mal ein Level, ich sag mal, sehr gut abzuschließen. Also irgendwie mit Sternen. Und hier ist keiner mehr. Oh, das wird jetzt... Nein! An der Tür hängen geblieben. Wie peinlich ist das denn bitte? Den Hammer. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Hier oben ist keiner mehr. Aber hier kommen wieder ein paar Spießgesellen. So, wo sind sie? Hier bin ich reingekommen, ne? Den haben wir. Hier unten ist keiner mehr.
der letzte. Nein, nicht der letzte. Das war der letzte. Da muss man sich auch noch die ökonomischste Route aussuchen. A walk in the park. Naja, so einfach finde ich es jetzt nicht, aber hier ein Spazieren durch den Park ist schon nicht ganz uneinfach. Ich will mal kurz was gucken. Was kann ich bei der Pistole alles upgraden? Movement Speed. Wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Clip Size, extra Clip. Ich glaube, ich warte mal, bis ich die Clip Size erhöhen kann. Weil, also Duel, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Das kriegt man erst, glaube ich, wenn man auch wirklich mal darauf spielt. Aua. Wenn man wirklich darauf spielt, Sterne zu sammeln. Aber das haben solche Spiele ja so an sich. Hab mich gerade so ein bisschen an Matrix erinnert. Los. Was ist denn das überhaupt? Casino. Na, Pistole. Bin ich mir nicht sicher, ob das hier so sinnvoll ist. Fühle ich mich irgendwie ein bisschen unterbewaffnet. War nicht schlecht, aber war es ein Stern wert? Nee, 9 Sekunden. Ich glaube, beim letzten Level waren es noch knapp 15 Sekunden, wo ich zu lahmarschig war. Ja, bin zufrieden. So, jetzt können wir uns schön ein Upgrade für die MP kaufen. Wobei irgendwie hier auch. Ah, scheiße. Ah, falsche Taste gedrückt. Naja, gut. Dann halt nächste Runde. Oho. Da ist ein Haufen Leute. MP. Clip Size. Yes. Das heißt, wie viele sind jetzt? 30. Das ist. Nicht schlecht, man braucht ja gar nicht so viel Munition. Es wäre cool, wenn es eine Replay-Funktion gäbe, die es vielleicht gibt, wenn ich noch nicht gesehen habe. Und man alles quasi wieder in Echtzeit ablaufen lassen könnte. Das finde ich cool. Weil Slow-Mo ist ja schön und gut, ist auch notwendig, finde ich. Aber es ist als Zuschauer, glaube ich, nicht so 100%ig spektakulär, würde ich gerade sagen. Spektakulär! Ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung. Nein, das war nix. Nee, unten fühlt sich schon besser an. Da floats einfach kurz. Ah, da ist ja noch einer. Nochmal. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3.
Oben war auch noch irgendwo einer. Hier ist ein Fenster, ne? Also diese 10 Schuss machen schon ordentlich was aus. Ich habe keine einzige Waffe wechseln müssen. Und dafür gibt es sogar einen geilen Stern. Alter, ich bin deutlich schneller. Cool. Und weiter mit der unglaublichen Geschichte. Hello, you should head back to the kitchen and see Chef Lang. Want to talk to you. Das ist eine Falle, Mann. Das ist bestimmt eine Falle. We all lost something to the two-headed dragon. I lost my brother many years ago. He was a member of the two-headed dragon. After I stole my money from a drug deal, he was executed. He was executed in cold blood. Put to sleep like a dog. Entschuldigung. Chang was the one who pulled the trigger. Anyway, I know that he and his gang used to hang out in an old apartment down in Lok Fu. Got there, you might find him. Would you like to taste this snake soup I'm making? Ja, warum nicht? Hätte ich jetzt nichts dagegen. Keine Ahnung, wie Schlange schmeckt. Kurz Schluck trinken. So. Natürlich wieder SMG. Wie gesagt, Sturmgewehr. Geht so. Schrotflinte finde ich total Panne. Ich darf es nicht ohne Slow-Mo probieren, das ist echt ein Kreuz. Ohne Slow-Mo bist du in dem Spiel echt verloren. Ah, guck mal. Belege weicht aus. Eins, zwei. Ich habe es versucht auszuweichen, aber es ging nicht mehr. Und so lange kann er nicht dodgen. Aber jetzt habe ich sie vielleicht von vorher erwischt. Alter, das war knapp. Ah, verdammt. Verdammt. Hier war noch einer. Den habe ich verpasst. Und ich habe trotzdem 10 Sekunden weniger gebraucht. Alter, es gibt No Slow Motion als Punktelieferant noch. Ja, wo war ich denn gerade? Ne, das habe ich. Ne. Dann. Falsches Level. Cheng Wong. Ist also unser Endboss. Für diese Runde. Kann ich da nochmal. Rate nochmal erhöhen geht nicht. Nee. Gut, dann haben wir halt Pech gehabt. Da ist so gute Chang. Bin dahin. Na gut. Also, das gibt wieder sowas. Das ist ja doof.
erwischt habe ich dich trotzdem, du Hübchen. Der ist ziemlich easy zu holen, weil er sehr, sehr offen steht. Ah, jetzt brauche ich mal kurz und muss ich leider doch auf die Pistolen von dem Kerlchen wechseln. Ja, das war ein bisschen einfach. Nicht sehr challenging. Auf einmal soll ich X drücken, ich habe gar keinen Controller. PC stecken. Oder? Nein. Today. So. Do you want to smoke before we continue? Ah, ne. Here you go. Double Fortune is my brand. Hope it's okay. I was on a wedding not so long ago. Some distant cousin. Did you know that the bride had to light a cigarette for every man attending the wedding? At least as a sign of gratitude. And not any cigarette. A double fortune. I really like the tradition. Let us continue. Where were we? Yeah, right. Cheng Wong ended up dead in an alley. Poor guy. So now let us talk. So now let us go to the events that took place on June 12th. Ja, aber das machen wir nicht heute. Das machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.